Genau, wir haben hier jetzt schon mal eure ganzen grünen Post-its quasi von oben nach unten kopiert. Da müsstet ihr jetzt die aus eurer Gruppe alle wieder finden. Ich stoppe die Zeit, die 2 Minuten, und ich würde, wenn es nur noch 30 Sekunden sind, einmal immer meine Hand heben. Dann springe ich nach vorne und dann seht ihr, aha, ich habe nur noch kurz Zeit. Gut, dann würde ich bei Gruppe 1 mal fragen, wer möchte denn da präsentieren? Wir haben uns festgelegt, Anne, wenn du die Möglichkeit hast, dann würde ich dir gerne den Vortritt überlassen. Und du hast gesagt, du musst aber noch mal kurz raus aus dem Zoom-Meeting. In dem Fall kann ich gerne übernehmen. Aber freue mich natürlich, wenn du gerne so die Findings, die wir vorne in Gruppe 1 hatten, vorstellst. Gerne. Noch habe ich keinen Anruf gekriegt. Gut. Dann startet. Jetzt seht ihr die Ergebniswand. Ich muss mal kurz mich orientieren, wo meine... Ich muss mal kurz hier rausgehen. So. Okay. Ready, steady, go. Wir haben uns über Prinzipien, also welche Grundprinzipien möchten wir gerne in der Hochschule der Zukunft sehen, die aus dem Gebiet New Work kommen. Es geht um Zeit- und Ortsunabhängigkeit, die wir gerne übertragen möchten, die sich zum Beispiel in Form von Blended Learning Szenarien ja übertragen lassen, die zeit- und ortsunabhängiges Selbststudium ermöglichen und damit auch das Thema Selbstdisziplin, Eigenverantwortung fördern können, sowie das Thema agiles Arbeiten, also Agilität, wie auch immer das dann in der Praxis umgesetzt wird, ist ja noch so ein bisschen buzzwordig. Und ich will mich orientieren, sorry, nicht geprobt. Was mir ganz wichtig ist, ist über offene Raumkonzepte nachzudenken, also diese Nutzungsvielfalt zuzulassen, nicht mehr nur in Seminarräumen und Hörsaal-Settings zu denken, sondern also mit Vielfalt anderen Bedürfnissen oder diversen Bedürfnissen, Lerntypen, Lernbedürfnissen zu begegnen in Form von verschiebbaren Wänden oder Open-Space-Konzepten, Zonierungen, laut, leise, kommunikativ etc. Also das Individuum da mehr in den Fokus rücken zu lassen im Sinne des New Work, eines New Work Prinzips, genau. Auch das Prinzip, sich auf flachere Hierarchien einzulassen, Begegnung auf Augenhöhe, können sich lösen lassen über Zwischenräume, Begegnung auf Zwischenräumen. Und ich muss mich kurz mal auf das Post-it, bin ich mir nicht ganz sicher, was da dahinter steckt, da war ich gerade raus, Möglichkeiten der Hochschulöffentlichkeit mehr nutzen. Weiß ich jetzt nicht. Okay, die Zeit wäre jetzt auch um. Ich würde aber vorschlagen, wenn jemand das Post-it noch in 3 Sätzen erklären möchte, würde ich die Gelegenheit noch geben. Ich glaube, Philipp, das kam von dir, oder? Muss ich mal schauen. Ja, Moment, das kam von mir. Ich hoffe, es geht gerade. Ja. Da hatte ich so ein bisschen weitergedacht bei Raumkonzept, beziehungsweise mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, mehr so in Richtung auch Projektarbeit bei den Studierenden zu fördern, dass man da natürlich auch gleich sowas machen kann, wie Galerien und Ausstellungen, Lernkinos auf dem Campus zu installieren, um eben auch diese Begegnungsräume zu haben, diese Zwischenräume mehr zu nutzen und ein bisschen zu mehr zu machen als halt Durchgangsräume. Punkt. Okay, vielen Dank. Perfekt. Danke für eure Präsentation. Sind tolle Ideen dabei. Ich würde gleich mal, wenn zu Gruppe 2 übergehen. Wer präsentiert denn aus Gruppe 2? Da hat es mich getroffen. Da hat es dich getroffen, sehr schön. Dann würde ich jetzt auch sagen, deine Zeit startet jetzt. Dankeschön. Also wir sind erstmal mit dem Offensichtlichen gestartet, das ist die Technologie.
Und wie Philipp auch schon herausgearbeitet hat im Chat, haben wir eine komplett andere Strukturierung in unserem Ganzen drin. Wir haben festgestellt, dass natürlich durch Corona da jetzt viel hinzugekommen ist und das auf jeden Fall beibehalten werden sollte, dass es uns eine Zeit- und Ortsunabhängigkeit gebracht hat, die ja auch Teil eben von dem New Work-Konzept ist, und das sollte an der Uni auch weiter so getragen werden. Hinzu kommt es halt auch einfach, dass durch diese Integration der Technologie es die Möglichkeit gibt, neue Apps oder Games mit einzubauen, Miroboards zum Beispiel in Seminaren. Allerdings ist da natürlich auch die Verbesserung der technischen Fähigkeiten der ProfessorInnen wichtig, wo dann auch schön vorgeschlagen wurde, dass dann zum Beispiel ProfessorInnen mit mehr Erfahrungen, zum Beispiel die mit weniger unterstützen könnten, dass es da einfach zu einem besseren Austausch kommt und oder auch einfach Weiterbildungsmöglichkeiten gegeben werden. Der nächste Punkt ist das mit den Räumen, Präsenz auf dem Campus. Da möchten wir natürlich alle wieder hin zurück, aber dennoch, das haben wir zum Beispiel bei mir an der Universität, dass wir einige Sachen noch online haben, andere Sachen sind komplett wieder in Präsenz. Und da ist dann einfach so das Problem, wo gehen Studierende auf dem Campus hin, wenn sie vorher was in Präsenz hatten und dann was online haben und nicht nach Hause fahren können. Und da ist natürlich diese Coworking Spaces, die es eben gibt, sehr, sehr gut zu übernehmen. Und Arbeitsplätze generell für Studierende zu schaffen, wo sie dann auch außerhalb ihrer normalen Seminare arbeiten können, wenn sie Freizeit haben, sich zurückziehen können und arbeiten können, aber trotz allem durch dieses Coworking eine Kommunikation zu den anderen möglich ist. Und darüber hinaus sollten halt auch Lernwerkstätte und Labore und Makerspaces ausgebaut werden, um da Studierenden mehr Möglichkeiten zu geben. Ich weiß nicht, die Zeit ist um, gell? Ja, theoretisch gesehen, oben hast du noch was, was du ganz dringend sagen möchtest? Zur Mentalität vielleicht, weil die anderen das nicht haben. Da fand ich es ganz wichtig, dass diese Selbstbestimmung und Eigenverantwortung der Studierenden gefördert wird, dass die auch lernen, selbstständig zu arbeiten. Und auch das Netzwerken, dass die eine Möglichkeit zum Netzwerken bekommen, weil viele stehen nach dem Studienabschluss da und haben kein Netzwerk, in das sie einsteigen können. Und wenn da die Universität die Möglichkeiten gibt, dann haben sie einen besseren Start später in den Job. Okay, alles klar, vielen Dank. Gibt es denn akut Fragen zu den Punkten bisher? Wo ihr jetzt sagt, okay, damit könnt ihr noch gar nichts anfangen, denn wir würden jetzt gerne im Anschluss das Ganze bepunkten. Das heißt, jeder von euch bekommt drei Stimmen quasi, drei Punkte, die findet ihr auch links daneben, neben der Ergebnispinnwand. Und ihr könnt eure drei Punkte entweder auf eine Idee setzen oder verteilen oder 2-1, wie ihr wollt. Also da habt ihr alle Möglichkeiten. Und das werden nämlich dann auch die Top 3 Ergebnisse quasi, die da jetzt rauskommen, mit denen arbeiten wir dann auch weiter. Also wenn ihr keine Fragen habt, dann würde ich euch jetzt bitten, dass ihr euch da Punkte schnappt. Wenn es zu wenig sind, dann einfach wieder Copy-Paste und ihr eure Punkte einfach auf die Post-it setzt. So geht es, glaube ich, am leichtesten. Ich habe eine Frage an die Gruppe 2 tatsächlich, weil wir habt vorhin ja schon vorgestellt, auch in eurer Struktur, ihr habt einmal die Hauptdimensionen dargestellt, Technologie, Räume, Mentalität, Hierarchie, und habt ihr dann, glaube ich, auch in den weißen Kärtchen nochmal dargestellt, auch was sind denn die Prinzipien, die ihr dort für richtig erachtet. Also vielleicht Frage an euch, sind denn jetzt alle Prinzipien, die ihr fortführen wollt, die ihr in die New Study Welt übertragen wollt, sind die schon auf der Pinnwand dargelegt, weil wir haben jetzt ja alles runtergeschoben, was quasi ihr eigentlich grün markiert habt. Vielleicht habt ihr aber auch eure Farbkodierung etwas anders gemacht. Falls noch Dinge fehlen und ihr sagt, das sind eigentlich Dinge, die würden wir gerne jetzt auch zur Abstimmung geben, also bepunkten lassen, dann zieht sie gerne einfach mit runter. Also würde ich jetzt gerne nochmal anbieten, weil ich sehe, dass ihr das ein bisschen anders auch strukturiert habt als in der Gruppe 1. Und vielleicht auch weiße Kärtchen da eher in Frage kommen als die grünen Kärtchen. Ja,
Genau, ich sehe aber, hier wird gerade schon fleißig bepunktet. Also 3 Stück könnt ihr eben vergeben. Zu deiner Frage, Konstantin. Wir hatten halt einfach die Grünen als Überkategorie genommen und dann auf den weißen Kärtchen einfach unsere Begründungen und das Wie ein bisschen festgehalten. Ja, genau. Ja, deswegen, ich wollte euch nur die Möglichkeit geben, falls ihr sagt, das ist euch jetzt, euch fehlen Dinge, die ihr vorhin vorgestellt habt, dann könnt ihr sie gerne einfach mit runterziehen auf die Pinnwand oder also kopieren natürlich und dann runterziehen. Wenn ihr aber alles bereits gesagt habt, also wir bewerten Punkten ja quasi nicht nur das, was draufsteht, sondern auch das, was dazu erzählt worden ist. Also und so nach dem Regentreiben zu urteilen, glaube ich, passt das. Also mal schön, wenn man hier fliegende Punkte sieht, von links nach rechts. Wenn ihr fertig seid mit dem Bepunkten, dann wäre es toll, wenn ihr alle mit eurem Zeiger auf den Pfeil, der rechts daneben quasi ist, geht. Dann wissen wir, dass ihr fertig seid. Ja, genau, die ersten laufen schon hin. Ein paar schieben noch. So, jetzt sehe ich vorrangig eigentlich nur noch die Sarah und den Konstantin da. Wunderbar. Genau, ich habe nur die Punkte gelockt. Dann genau. Auch, damit ich dann jetzt genau, ich sehe es, ja. Okay, perfekt. Magst du das Long Press to Unlock? Könntest du das wegmachen, damit man zählen kann? Ah ja, perfekt. Ja. Irgendwie will das nicht so, aber unsere Top 3 Ergebnisse. Na, dann schaue ich es einfach bei mir an. Würde ich sagen, ganz vorne spielt auf jeden Fall das Raumkonzept mit 6 Punkten. Da haben wir jetzt die zusammengeschmissen so ein bisschen, weil grundsätzlich offene Raumkonzepte, Räume, wie können sie genutzt werden, etc. Das, glaube ich, haben beide Gruppen für sich so ein bisschen gefunden. Dann auf Platz 2 ist die Zeit- und Ortsunabhängigkeit mit 5 Punkten. Mhm. Auch sehr spannend. Und auf Platz 3 ist die Hierarchie zwischen dem Lehrenden und den Studierenden. Schön. Dann würde ich das vielleicht gleich mal noch unten. Ah ja, perfekt. Wird gerade schon unten eingetragen. Ha. Jetzt haben wir unsere 3 Top-Ergebnisse. Und mit den 3 würden wir jetzt gerne auch noch weiterarbeiten. Klassen und Lernräume jetzt sind, das kam auch so ein bisschen aus einem Vortrag vom University Future Festival, den ein Gruppenmitglied gesehen hatte. Da war die Idee, das muss man eigentlich verändern, die müssen offen, hell sein, die müssen flexibel sein, die müssen auch so ein bisschen Bewegung erlauben, dass danach, wo einem gerade ist als lernende Person, dass man das auch wirklich dann so machen kann. Und daraus kommt so ein bisschen das allgemeinere Prinzip, dass man in einem flexiblen Raum selbst entscheidet, wo und wie man eigentlich gerade arbeiten will, vielleicht sogar, woran man gerade arbeiten will, also dass man so ein bisschen mehr mit dem Flow gehen kann und nicht so stark in einem vorgegebenen Setting ist, wo alles durchgeplant ist. Dann war irgendwie ein wichtiger Punkt, dass Technik im Moment häufig eher so eine Barriere ist und man Zeit investiert, damit die Technik wirklich sauber funktioniert und dass das so
reibungslos wirklich in dem Raum integriert ist, der Raum das von vornherein mitgedacht hat und dass die Sachen so aufgebaut sind, dass sie das Leben wirklich eher erleichtern und moderne Methoden unterstützen und nicht so sehr ein Thema selbst werden, das Beispiel so Ton in hybriden Veranstaltungen oder so, was dann erstmal ganz viel Zeit kostet. Dann war noch eine Überlegung, dass so ein Raum, klassisch ist er in der Hochschule ja wirklich auf einen Vortrag ausgerichtet. Es ist vorne eine Präsentationsfläche, eine Redefläche für den Lehrenden und die anderen gucken gerade da drauf. Das muss natürlich auch irgendwie mal möglich sein, aber es sollte nicht die Regel sein und es sollte nicht so sein, dass man einen festgeschraubten Stuhl rein hat, wo man nichts machen kann, sondern dass man quasi spontan umschwenken kann auf eine Gruppenarbeit, dass man den Raum unterteilen kann, damit man nicht so gestört ist zwischen den Gruppen und dass halt so ein Wechsel zwischen den Settings möglich ist. Dann war noch ein Punkt, genau, dass auch diese Räume mit der Technik verbunden wirklich nativ auf Hybrid ausgerichtet sind, dass ganz klar ist, dass egal, was man gerade in diesem Raum durchführt, dass es auch möglich ist, sich online dazuzuschalten, insbesondere natürlich, wenn das Vortragssachen sind, aber auch für andere Sachen und dass die Hochschule insgesamt ein Raum ist, der für die Welt offen ist, der es einfach macht, dass Leute, die nicht Studierende sind und nicht Lehrende und Mitarbeitende sind, dass die aber doch irgendwie sich in der Hochschule willkommen fühlen, dass es Anlässe gibt, wo die da hinkommen, aber dass es auch so, sage ich mal, so eine Art Publikumsverkehr gibt und nicht nur den einen konkreten Anlass, wo man mal als Gast da ist, sondern dass es eher was von Dauerhaftes ist. Ich gucke mal in die Gruppe. Habe ich was Wichtiges vergessen? Nee, ich glaube, das waren die wichtigsten Punkte, oder? Super. Dann seid ihr dran. Ja, ich kann gern weitermachen. Wir haben halt gesagt, dass eigentlich generell so das Hauptproblem ist, dass gesagt wird, es ist eben sehr viel Aufwand. Es ist alles viel zu teuer für den Aufwand. Wer ist überhaupt der Verantwortliche oder die Verantwortliche dafür? Wer kümmert sich darum? Wie soll so ein Raum generell überhaupt aussehen und lassen die aktuellen Räumlichkeiten das überhaupt zu? Sind da überhaupt die Möglichkeiten da oder muss nicht da auch nochmal alles umgeplant werden? Und es gibt ja viele Stimmen und Meinungen dazu, dass man dann eh niemals einen Konsens finden wird. Genau. Was haben wir sonst noch? Genau, und auch das Thema aus lehrender Perspektive vielleicht, warum brauche ich jetzt einen anderen innovativen Raum, wenn ich sowieso meine PowerPoints habe und frontal unterrichte, warum brauche ich dann überhaupt neue Lernkonzepte? Genau, und eben, ja, es braucht Kümmerer, es braucht Verantwortlichkeiten, damit die attraktiv bleiben und wer macht das bei uns überhaupt? Genau, ich glaube, das waren eigentlich so die Hauptkritikpunkte. Dem Thema. Also theoretisch gesehen wäre eure Zeit jetzt auch langsam um, aber ich würde sagen, da jetzt ja der wichtigste Teil kommt, dürft ihr das sehr gerne jetzt noch vorstellen. Soll ich das Szenario versuchen vorzustellen? Also in diesem Szenario, das wir erarbeitet haben, gab es einen Raum, der alle Wünsche erfüllt sozusagen. Und da in diesem Szenario wacht ein Studierende auf viel zu spät und schafft es nicht mehr, in die Vorlesung rechtzeitig zu kommen, darf dann aber doch hybrid teilnehmen, weil der Raum das zulässt. Und dann, nachdem die Vorlesung zu Ende ist, geht er doch nochmal zur Uni und kommt in einen Raum, der flexibel ist und Kreativität und Spontanität zulässt. Das wird da wird gerade ein Seminar in Philosophie abgehalten. Und danach können die Studierenden selbst entscheiden, wie sie den Raum nutzen. Sie können die Technik anpassen, sie können dem Raum unterschiedliche Zwecke zuordnen, ob sie den Raum als Eventraum nutzen oder sich am Nachmittag in diesem Raum verabreden oder weiterhin dort lernen möchten. Genau, und da der Kritiker doch ein bisschen
laut wurde, haben wir gesagt, es müssen ja nicht alle Räume umgebaut werden, das wäre auch viel zu teuer und viel zu aufwendig, sondern es könnten ja erste Modellräume entwickelt werden und in denen das erstmal ausprobiert werden kann, wie das anläuft, ob Studierende das so annehmen, ob Lehrende das annehmen. Und es könnten sich auch Freiwillige melden, die genau irgendwie ehrenamtlich dafür zuständig sind, dann die Räume umzugestalten. Genau, und da ein Punkt vom Träumer war, dass der Raum gesellschaftsoffen ist oder offen für die Welt ist, haben wir überlegt, dass Menschen, die an der Erwachsenenbildung teilnehmen, an der Universität oder auch an der Kinderuni teilnehmen, dort auch ihren einen Treffpunkt sozusagen haben in diesem Raum und dort auch mitwirken an der Mitgestaltung der Räumlichkeiten. Genau, beim Punkt begleitende Schulung bin ich gerade raus, leider. Könnte da vielleicht jemand anderes noch ergänzen? Das war die Idee, dass die Probleme, die Lehrenden haben, weil sie in einem klassischen Lehrkonzept sind und der Raum dafür dann gar nicht so gut ist, dass man die vielleicht dadurch löst, dass man die Lehrenden weiterbildet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay, ja, richtig. Dankeschön. Ja, genau, das war unser Szenario dann. Perfekt, vielen Dank. Klingt super spannend und da sind viele Sachen dabei, die ich mir definitiv auch wünsche für eine Zukunft an der Hochschule. Toll, dann würden wir jetzt zur Gruppe 2 übergehen. Wer möchte denn da starten mit der Sicht der Träumer? Na komm, gebt euch einen Ruck. Dann starte ich mit den Träumern rein. Vielen Dank, Anne. Dann sind wir frei. Wir haben beispielsweise oder wünschen uns beispielsweise auch auf den Begegnungsflächen, also wie Fluren oder kleinen Ecken, Arbeitsbereiche, in denen man sich spontan zusammentreffen kann. Häufig ist das ja sehr kühl und nackt. Wir wünschen uns auch mehr Rückzugsmöglichkeiten, so Chill-Out-Areas, nicht nur Tische, Stühle, sondern dass es auch einfach eine gemütliche Atmosphäre ist. Atmosphäre bzw. Werte haben wir auch diskutiert. Was man einfach häufig erfährt, ist so eine Mentalität des Nichtdürfens. Viele Räume sind abgeschlossen. Es gibt ständig irgendwelche Verbotsschilder, man darf hier nicht das und da nicht das. Und es ist einfach keine Kultur, die einen willkommen heißt als Studierender an der Hochschule. Das ist mal ganz pessimistisch und wir wünschen uns einfach mehr auch quasi Wertschätzung, die mit solchen Angeboten, Chill-Out-Areas, umgesetzt werden kann. Auch ein erweitertes gastronomisches Angebot wünschen wir uns, dass man auch Essen und Trinken bestimmte Räumlichkeiten mitbringen kann und die Flächen, die vorhanden sind, einfach offener gestalten, Lernoasen in Co-Study und Working Spaces umfunktioniert. Super, danke schön. Ich grätsche einmal ganz kurz rein, weil wir eine Meldung haben. Ist das eine Frage? Ja, nur ganz kurz und zwar, warum glaubt ihr einfach, dass, keine Ahnung, dass Integration in Deutschland so schlecht, beziehungsweise meiner Meinung nach in München einfach so schlecht ist? Mhm. Ich sehe da jetzt gerade nicht so ganz den Zusammenhang zu unseren Darstellungen gerade. Ich kann es auch gerade nicht zuordnen, weil bei uns nur Zoom-Benutzer steht. Das ist irgendwie... Ich bin Esteban, also Student von der Hochschule. Also. Mhm. Super, du bist, glaube ich, jetzt gerade eben erst dazugekommen, gell? Wir sind jetzt gerade Ich habe eine Einladung von Ihnen bekommen, ja.
Genau, wir sind jetzt gerade noch mitten in der Ergebnispräsentation. Ich glaube, wir lassen jetzt mal die Gruppe weiter die Ergebnisse präsentieren, dann hast du, glaube ich, auch ein Gesamtbild. Gut, genau, ne? Das war's all. Danke dir. So, dann, wer macht weiter mit dem Kritik aus der Gruppe? Da kann ich gern übernehmen. Also, wir waren sehr pessimistisch, aber sind auch da immer schnell gerne in die Realität schon übergegangen, aber haben dann uns nochmal versucht, irgendwie zu besinnen. Also generell ist uns halt bei dem gastronomischen Angebot aufgefallen, dass es da halt hauptsächlich an den Betreibern liegt oder fehlt. Und dass man das natürlich weiter ausbauen könnte, aber wenn man halt niemanden hat, der das übernimmt, geht das auch nicht für die Arbeitsecken auf den Fluren, in den Begegnungsbereichen ist halt einfach Brandschutz, Arbeitsschutz, die da häufig halt eine Rolle spielen, weshalb das einfach nicht möglich ist. Und uns ist halt auch aufgefallen, dass da einfach die Frage im Raum ist, wer überhaupt eine Verantwortung hat, also sowohl für die Sauberkeit der Räume als halt auch überhaupt diese Räume zu erschaffen und wer dieses Wissen und die Kompetenz hat, um das zu machen. Und dann kamen wir zusätzlich noch drauf, dass es halt häufig auch an der Finanzierung hapert, wobei wir da auch festgestellt haben, dass das oftmals an den verschiedenen Fachbereichen hängt, beziehungsweise dass manche Fachbereiche besser finanziell ausgestattet sind, aber da einfach nicht das Wissen vorhanden ist, wie das umzusetzen ist oder auch die kreativen Ideen, während dann in anderen Fachbereichen das Wissen oder die Ideen da sind, aber halt einfach nicht das Geld da ist. Und halt, ja, zusätzlich zu der Verantwortung ist dann auch noch das mit dem Equipment und der Medientechnik, dass da dann auch manchmal die Frage ist, wer dafür zuständig ist. Okay, super, ja. Vielen Dank. Dann zum letzten Teil, zum realistischen Szenario. Ja, das übernehme ich jetzt. Und zwar haben wir uns gedacht, dass das vielleicht realistisch ist, wenn man einen Foodtruck beauftragt. Den kann man einfach auf dem Unigelände irgendwo parken lassen für Studenten, für Studierende und Mitarbeiter. Wir haben uns gedacht, realistisch ist auch, die Arbeitsecken aufzustellen in den Begegnungsflächen, also auf dem Flur oder im Treppenhaus oder da, wo Platz ist, so Schallschutz, Arbeitsbereiche, wo ein, zwei Personen sitzen können, haben wir uns gedacht, wenn man das abspricht, natürlich mit dem Brandschutzbeauftragten und so weiter, sollte das realistisch sein. Finanzielle Mittel einem Gremium mit Schwerpunkt Räume zur Verfügung stellen. Umverteilen, Gremium ist für die Planung, Erstellung und Pflege der Orte zuständig. Soll ich da gerade übernehmen, weil ich habe das geschrieben. Genau, das hast du geschrieben, danke dir, ja. Ja, das geht ein bisschen auf diese Frage ein, wer ist zuständig, gibt es jemand mit Verantwortung, auch dann halt, was ich angerissen hatte mit, es gibt Fachbereiche, die das Geld haben, aber nicht die Ideen und dann halt andere Fachbereiche, die eben nicht das Geld haben, aber die Ideen, dass man dann einfach von der Hochschule ein Gremium erstellt, die eben die Verantwortung haben, die das übernehmen und denen aber halt diese überflüssigen finanziellen Mittel dann zur Verfügung gestellt werden, dass das Ganze dann für alle Studierende zugänglich ist. Und dieses Gremium soll dann nicht nur die Planung machen, sondern soll eben auch die Pläne umsetzen und dann eben die Pflege der Orte delegieren, also dann entsprechendes Putzpersonal dafür beauftragen oder eben entsprechendes Personal, das Equipment und die Ausstattung pflegt. Genau, und ich würde dann auch gerade entsprechende Räumlichkeiten bei Neubauten übernehmen, weil das hatte ich auch geschrieben. Also bei uns auf dem Campus wird momentan auch ein bisschen was neu gebaut und da ist es natürlich ganz einfach, dass dann von vornherein diese Sachen mit eingeplant werden und auch direkt umgesetzt werden, dann hat man gar nicht mehr das Problem, dass noch zusätzliche finanzielle Mittel dafür zur Verfügung gestellt werden müssen, um Räume eben umzubauen, sondern man kann die von vornherein mit einplanen.
Genau, Kaffeevollautomat aufstellen zu Selbstkosten. Das ist, glaube ich, auch noch ein kleiner Beitrag, der unkompliziert realisiert werden könnte und dazu beiträgt, wie eben so kleine Arbeitsecken, dass sich Studierende, aber auch Mitarbeiter wohlfühlen an der Hochschule, an der Uni. Und das sind eigentlich einfache Dinge, die, glaube ich, realistisch sind zum Umsetzen. Super, vielen Dank. Da sind auch wieder echt tolle Ideen zusammengekommen und ich habe jetzt auch erfolgreich Hunger, glaube ich, nach den Foodtrucks. Vielen Dank.